Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zu den Wahlen in Frankreich. Frankreich hat gewählt. Auffällig ist, dass die großen Volksparteien nicht in die Stichwahl kommen. Für die nun anstehende Stichwahl gilt natürlich zuerst zu verhindern, dass eine Rechtspopulistin wie Marine Le Pen gewählt wird. Allerdings sollte man sich keinerlei Illusionen über den Kurs und die Ausrichtung von Macron machen. Es ist vielmehr gilt es, vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an Widerstand gegen die von ihm geplanten Sozialkürzungen zu organisieren und zu unterstützen. Ich finde es auch eine vollkommene Verzerrung, wenn jetzt Macron als großer Pro-Europäer gefeiert wird. Fakt ist, er steht für das Europa der Austerität. Aber genau dieser Kurs hat ja die EU in die Krise gebracht. Man kann eher sagen, dass er auch innerhalb des Landes eher für Sozialabbau steht, wie ihn Gerhard Schröder hierzulande praktiziert hat. Insofern steht zu befürchten, dass das Ergebnis einer Präsidentschaft von Macron am Ende sein wird, dass die Rechten noch stärker gestärkt werden infolge der sozialen Verunsicherung, die Macron mit seinen Reformen dort schaffen wird. Gegen diese Pläne der Sozialkürzung gilt es also, breiten Widerstand zu organisieren. Und insofern stimmt es mich sehr zuversichtlich, dass in der Summe jeder Vierte in Frankreich wirklich links gewählt hat. Denn es braucht jetzt die gesammelte Kraft all derjenigen, die für Demokratie und soziale Gerechtigkeit einstehen. In der Stichwahl haben wir in Frankreich Macron und Le Pen. Und man muss sagen, das heißt, das ist wieder die Wahl zwischen Rechtspopulismus und Neoliberalismus. Das ist also klar, von Frankreich aus wird es in dieser Wahl keinen Impuls für den so dringend benötigten sozialdemokratischen Aufbruch in Europa geben. Umso wichtiger ist es, dass dann am 24. September hierzulande ein entsprechendes Signal für ein soziales Europa gesetzt wird. Zum AfD-Parteitag. Was wir an diesem Wochenende erleben konnten auf dem AfD-Parteitag, ist eins ganz offensichtlich geworden. Wir erleben die offene Rechtsradikalisierung der AfD. Wer in der AfD auch nur vorsichtig die Abgrenzung zu Neonazis und zu reinem Rassismus versucht, der läuft Gefahr, kaltgestellt zu werden. Das ist Lucke passiert, dem AfD-Gründer. Das passiert jetzt gerade mit Frauke Petry. Also wir können festhalten, wer die AfD wählt, wählt damit auch Neonazis. Das Programm der AfD sieht ganz klar den Schutz von Reichtum und Millionärserben bei der Steuer vor. Das heißt, es fällt am Ende Geld in den öffentlichen Kassen für den so notwendigen Kampf gegen Armut. Kurzum, die AfD ist eine Art Mix aus NPD und FDP. Das Ermutigende an diesem Wochenende in Köln war der breite Protest gegen den AfD-Parteitag. Mehrere Zehntausende, mindestens 20.000 sind auf die Straße gegangen. Es gab eine breite Unterstützung der Stadtgesellschaft. Es ging von Taxifahrern, die sich geweigert haben, AfD-Politiker zu fahren, Kirchen, die sehr klar Position bezogen haben und gesagt haben, unser Kreuz hat keine Haken, gegenüber Karnevalsvereine bis hin zu Fußballvereinen, die sich klar dahinter gestellt haben. Kurzum, diese Proteste waren breit und bunt und die Linke war ein Teil davon. Bei der CSU hat es nun eine Personalentscheidung gegeben. Wir wissen, wie der Spitzenkandidat heißt und wir wissen, dass Horst Seehofer weitermachen will. Das heißt also, an der Spitze der CSU steht jemand, der ganz klar auf die Obergrenze drängt, der das Grundrecht auf Asyl damit komplett aushebeln möchte. Und das heißt, jede Partei, die auch nur in Erwägung zieht, in eine Koalition mit der Union zu gehen, hat dann mit Horst Seehofer die absolute Obergrenzenpolitik mit am Koalitionstisch sitzen. Ich finde, das ist ein Problem, mit dem sich dann Grüne und SPD beschäftigen müssen. Zum Rüstungsbericht. Der aktuelle Rüstungsbericht von SIPRI für 2017 sagt, dass weltweit die Rüstungsausgaben das zweite Jahr in Folge gestiegen sind. Diese Renaissance des Wettrüstens ist verheerend, gerade in Zeiten der wachsenden globalen Verunsicherung. Und erschreckend ist, dass auch die deutsche Bundesregierung sich an diesem Wettrüsten beteiligt. Die Militärausgaben wurden auch hierzulande erhöht, jetzt auf immerhin schon 38 Milliarden Euro. Weiterhin gibt es aus Seiten der Union klare Zusagen, dass man jetzt dem Trump-Aufruf, dem NATO-Ziel nachkommen möchte, es auf 2% des BIPs zu erhöhen. Das heißt, nochmal weitere 25 Milliarden Euro für Rüstung in die Hand zu nehmen. Und da sagen wir ganz klar, jeder Euro, der in Waffen und in Rüstung investiert wird, der fehlt am Ende. Der fehlt für so wichtige Aufgaben wie sozialen Wohnungsbau. Der fehlt für den so wichtigen Kampf gegen Armut und gegen Kinderarmut. Und schon deshalb
deshalb sagen wir als Linke nein. Wir meinen, das Gebot der Stunde lautet Abrüstung. Zum einen, weil wir das Geld für andere Dinge brauchen und zum anderen, weil die permanente Aufrüstung nur beiträgt zur weiteren globalen Verunsicherung. Und abschließend noch ein Hinweis, heute in einer Woche ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Wir werden als Linke an diesem Tag natürlich auf die Straße gehen und Druck machen für gute Arbeit. Zu guter Arbeit gehört neben guten Löhnen auch, dass es die Arbeitssituation sich verbessern. Ein Schwerpunkt unserer Kampagne ist, die Arbeitssituation im Pflege- und Gesundheitsbereich zu verbessern und dazu gehört, den Stress rauszunehmen. Das heißt, es müssen deutlich mehr Stellen geschaffen werden. Wir machen gerade Druck für 100.000 neue Pflegestellen in den Krankenhäusern. Zum Kampf um gute Arbeit gehört für mich aber auch, dass die vorhandenen Tätigkeiten gerechter verteilt werden. Und deswegen streiten wir nach wie vor für Arbeitszeitverkürzung. Damit verbinden wir auch das Ziel, dass die Tätigkeiten zwischen Männern und Frauen gerechter verteilt werden, weil erst aktuell ist wieder eine Studie rausgekommen, die besagt, Frauen tragen deutlich mehr unbezahlte Arbeit bei der Erziehung von Kindern, bei der Pflege von Angehörigen und in der Hausarbeit weg. Und wir wollen schon, dass das gerechter verteilt wird. Das heißt, mehr gut bezahlte Jobs müssen in Frauenhand und im Gegenzug wird dann auch mehr von der liebevollen Familien- und Hausarbeit an die Männer abgegeben.